Jagt sie zurück! Schließt die Reihen! So, und hier haben wir sie. Die Zirkelmagier. Irgendwo hier müsste auch noch Uram versteckt sein. Hier! Schnell! Gut. Hier machen wir mal ein Save. Nämlich Let's Play Phoenix Ende. Weil wir ja kurz vorm Ende sind. Folgt mir! Vorwärts! Schnell! Zum Angriff! Schließt die Reihen! Feindlicher Angriff! Okay. Durch, Männer! Rückzug? Du auch, du auch, du auch. Gerade du. Ja. Und los! Für die Freiheit! Verstärkt die Deckung! Bereit. Sie sind überall! Schließt die Reihen! Gut, gegen zwei können wir ankommen. Feindlicher Angriff! Schlagt sie zurück! Sie sind überall! Zum Glück haben wir ein neues Monument. Ich behalte aber das alte für den Fall, dass das neue angegriffen wird. Verstärkt die Deckung! Zu Befehl! Unverzüglich! Feindlicher Angriff! Ja. Die Rune wird sofort ausgeführt. Die Rune Ruhe. Zu Befehl. Okay, da sind noch viele. Die Rune ruft? Ja, zur Ehre Aunirs. Feindlicher Angriff. Verstanden. Verstärkt die Deckung. Was wünscht die Rune? Verstärkt die Deckung. Gut, den einen können wir die ganze Zeit einfrieren. Auf mein Zeichen. Zum Angriff! Verstärkt die Deckung! Wird's aber bevorzugt, wenn du nicht die Heilerin haust. Sofort ausgeführt. Zu Befehl. Sie sind überall! Gut. Schlagt sie zurück! Auf mein Kommando. Auf meinen Befehl. Folgt mir! Vorwärts! Oh, es sind sogar zwei Dämonentore. Ja, vorwärts! Folgt mir! Vorwärts! Auf mein Kommando! Und los! Bringen wir es zu Ende! Gut, der Herr des Eises, der kann verschwinden. Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Und ja, Belial ist, wie man erwartet hat, Stufe 50 und, Unverzüglich! Also, Zarach, da hast du dir nichts Schönes ausgedacht, muss man ja sagen. Schließ die Reihen! Sie sind überall! Haltet durch, Männer!
Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Auf mein Zeichen! Und los! So. Mir nach! Und los! Die Zirkelmagier sind übrigens auch Level 50. Vorwärts! Was? Runenkrieger! Schnell! Hier! Schlagt sie zurück! Bereit! Schließt die Schlacht! Sie sind überall! Folgt mir! Das war eigentlich nicht so gedacht. Der Wandler wird in jedem Augenblick sterben. Folgt mir! Bald wird er euch überlegen sein. Auf mein Kommando! In die Schlacht! Vorwärts! Okay, so der eiserne Wandler da, der kriegt Level-Ups. Ah. Das war nicht so, wie ich es wollte. Überhaupt nicht, wie ich es wollte. Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Schließt die Reihen! Zum Angriff! Sie sind überall! Schließt die Reihen! Haltet durch, Männer! Auf mein Kommando! Haltet durch, Männer! Auf mein Zeichen! Bringen wir es zu Ende! Ist das alles, sie sind was überall! Ihr könnt? Schlagt sie zurück! Nie vor eurem Herrn! Ich bin unbezwingbar! Schließt die Reihen! Haltet durch, Männer! Hier! Zum Angriff! So sei es denn! Wir sehen uns auf der anderen Seite! Schlagt sie zurück! Gib mir deine Seele! Ich brauche Kraft! Feindlicher auf Angriff! Haltet durch, Männer! Haltet durch, Männer! Bringen wir es zu Ende! Das war eigentlich nicht so geplant, aber dann machen wir es halt so. Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Bereit! Zur Ehre Aonirs! Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Halt hier mehr für Belial an. Meine Seele für euch! Für die Runde! Sie sind überall! Schließt die Reihen! Je mehr wir Belial anstarten, desto mehr Zirkelmagier kommen. Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Kämpft! Ja! Zum Angriff! Verstärkt die Deckung! Verstärkt die Deckung! Brauche ich eigentlich meinen Irrfit gelassen? Oder hat's den gefrühstückt? Nein, den hat's nicht gefrühstückt. Okay. Ja. Bringen wir es erst Ohr töten, haltet den durch, Ork, Männer. Der Barbar geworden ist, komischerweise. Hier. Zum Angriff! Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Schließt die Reihen! Bereit, zurück mit euch! Vorwärts! Feindlicher Angriff! Sofort! Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Bereit! In die Schlacht! Ja, da ist Untergas, Silberhand und Uram. Die Rune zu Befehl! Auf mein Zeichen! Schließ die Reihen! Schließ die Reihen! Für die Rune! Oh, erst der eiserne Wandler. Wanderer. Haltet durch, Männer! Haltet durch, Männer! Dann können wir Iana töten. Verstärkt die Deckung. Die Rune ruft? Ja. Vorwärts. Ist Iana tot? Nein. Schnell. Für die Freiheit. Schlag sie zurück. Hier. Verstärkt die Deckung. Für die Rune. Ah! Ich verfluche euch. Auf mein Kommando. Sie sind überall. Sie sind überall. In die Schlacht. Wieder ein Wandler. Schlagt sie zurück. Schlagt sie auf zurück! Mein Zeichen. Zum Angriff! Verstärkt die Deckung! Jetzt ist Grimm der Zwergenschmied. Also der die Runen getroffen hat. Auf meinem Befehl. Zur Ehre Aonirs. Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Verflucht seid ihr, Runenkrieger! Bereit! Mir nach! Sie sind für überall! Die Runde. Feindlicher Angriff! Knieet nieder! Haltet durch, Männer! Gott!
Auf mein Zeichen. Für die Freiheit. Schließ die Reihen. So, versteck da ist jetzt der Geist von Reit. In die Schlacht. Sie sind überall. Nicht haltet durch, Männer. Nein. Feindlicher Hier, Angriff. Sofort. Für die Freiheit. Das mal weg. Das wieder anmachen. Auf mein Kommando. Für die Rune. Jetzt wieder den eisernen Wandler wegmachen. Haltet durch, Männer. Haltet durch, Männer. Auf mein Zeichen. Für die Freiheit. Verstärkt die Deckung. Verstärkt die Deckung. Vorsicht. Sie sind überall. Die werden sofort ausgeführt. Nein. Schlag sie zurück. Nicht hier. Meine Seele. Sofort. Schnell. Schließ die Reihen. Vorsicht. Auf mein Kommando. Für die Runde. Ein eiserner Wandler. Hier, folgt mir. Für die Freiheit. Schlagt sie zurück. Zeit zu sterben. Ja. Feindlicher Angriff. Haltet durch, Männer. Haltet durch, Männer. Ich werde schwächer. Unmöglich. Auf mein Zeichen. Schlagt sie zurück. Ja, weil du doch nicht stark bist, zum Glück. Sie sind überall. Achtung. Und du scheinbar nicht auf Hokans Zirkelmagie Bringen wir es kannst. Zu Ende. Haltet durch, Männer! So, und ihm gehen auch langsam die Zirkelmagier aus, Vorsicht. Die er opfert. Auf mein Schnell. Zeichen! Für die Rune! Feindlicher Angriff! Achtung! Nein! Alle die Jahre des Wartens! Umsonst! Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Verdammt sollt ihr sein! Ihr habt die Verwandlung unterbrochen! Elende Runenknechte! Mein Allfeuer wird euch vernichten, so wie es euch geschaffen hat! Freund, es ist soweit! Auch müpfiges Sklavenpack! Jetzt empfangt meinen Rechtsspruch! Der Phönix! Jetzt! Nein! Nicht jetzt! Nein! Es ist vorüber. Der Zirkel ist besiegt. Die Runenkrieger haben ihren Frieden. Sehen wir uns wieder? Nein. Ich werde heimkehren. Man hat mir verziehen. Und dir auch. Du sollst deine Kraft zurückerhalten. Du bist frei. So gab die letzte Dryade der Lebenseibe dem Land Xu seinen Frühling zurück. Die einst tödliche Ödnis erblühte zum schönsten Garten, den die Welt je gesehen hatte. Der Schrecken war endgültig besiegt. Ja. Nicht ganz so, wie ich erwartet hatte. Also ich habe eigentlich gedacht, dass wir Belial erst tot kriegen, wenn alle Zirkelmagier tot sind auch. Ging aber etwas schneller. Ja. Das war Spellforce Shadow of the Phoenix. Der Rohnkampagnenstrang. Pfad. Wie auch immer. Das Ende war jetzt ziemlich schnell, muss man sagen. Dadurch mit der kurzen Cutscene. Und Erions letzten Worten. Der Zirkel ist besiegt. Die Unkrieger haben ihren Frieden. Von wegen. Und ja. Alles löst sich in Wohlgefallen auf. Könnte man denken. Aber dann kommt Spellforce 2. Hust, hust. Ja, aber wir sind mit Spellforce 1 noch nicht fertig. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich
aus dieser Aufnahmesession eine Doppelfolge machen. Also kann es sein, dass ein Tag keine Folgen kommen. Weil es ging doch schneller, als ich erwartet habe, das Ende. Ja, während wir so die Credits ablaufen lassen, ein paar kurze Worte, weil wir sind ja noch nicht fertig. Wir haben jetzt noch das Ganze, also Shadow of the Phoenix, noch einmal vor uns als Schattenkrieger, also als Träger der Schattenklinge. Das heißt, wir werden ein Stück weit eine andere Story haben, werden auch gegen Ende natürlich den Phönixträger statt dem Schattenkrieger befreien, weil wir sind ja selber der Schattenkrieger. Ich muss aber zugeben, ich hatte damals nicht mehr die Motivation, den Schattenkrieger auch nochmal durchzuspielen, nachdem ich den Phönixträger durch hatte. Das holen wir jetzt zusammen nach, also wird es ein bisschen blind werden eigentlich, aber das ist ja egal. Ja, was kann ich noch dazu sagen? Ist echt schwierig. Ja, wir haben so ein paar Höhen und Tiefen gehabt. Ein paar Bugs und komische Sachen. Ich bin aber trotzdem froh, dass ihr bis zum Ende zugeschaut habt. Natürlich, es geht ja jetzt noch weiter, aber ich wollte mich trotzdem schon mal bedanken. Ja. Ich bin mal gespannt auf den zweiten Playthrough und ihr hoffentlich auch. Was ich vielleicht noch kurz zeigen kann, sobald wir aus den Credits raus sind. Ich habe nämlich vor, nach dem zweiten Playthrough... Gut, jetzt greife ich etwas vor, euch mal noch kurz den freien Modus zu zeigen. Da will ich aber noch nicht viel zu darüber verraten, außer dass wir dort einen neuen Charakter erstellen müssen. Und ich mich wahrscheinlich dieses Mal für einen weiblichen Charakter schalten werde. Weil ich es echt lustig finde, dass weibliche Charaktere irgendwie anders dargestellt werden. Also nicht ganz so groß. Nicht ganz so nah aufgenommen. Und ja, ihr könnt mir ja in euren Kommentaren so schreiben, was ihr euch so als Skills für, also die Richtung, die Skillung für den Charakter so vorgestellt habt. Weil ich würde ihn gerne, auch wenn wir es wahrscheinlich nicht lange spielen werden, wahrscheinlich so 2-3 Aufnahmesessions, warum werdet ihr dann sehen, habe ich mir so überlegt, auf kleine Klingenwaffen und leichte Rüstungen zu gehen. Also Dual-Wielding und auf Eismagie noch zusätzlich. Dadurch habe ich nur 3, 5 Sachen, die ich skillen müsste. Und bei den 100 Skillpunkten könnte ich dann jedes auf Maximum bringen. Wäre halt so meine Idee. Das heißt, ich bräuchte für leichte Kriegskunst Geschicklichkeit und Wendigkeit und Intelligenz und Weisheit für Eismagie. Ja. So ungefähr dachte ich mir das. Gut, aber das so sehen wir uns dann nach dem zweiten Playthrough an. Also wenn wir dann unseren Breath of the Wild importieren. Ja.
Ja, dieser Charakter ist für die Phoenix-Kampagne gut geeignet. Der hier nicht. Gut. Ja. Achso, das ist das alte Let's Play. Ja, gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier jetzt mal einen Cut. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Nochmal. Und hoffe, wir sehen uns dann beim zweiten Playthrough von Shadow of the Phoenix wieder, wenn wir als Schattenklinge spielen. Also, bis gleich.